Ich war so kränklich gewesen. Die ganze Zeit. Da brauchte ich erstmal einen Rollstuhl, weil ich nicht laufen konnte. Nur alles musste mir mein Sohn helfen. Nur herzkrank war ich gewesen. Na, aber ich konnte weiter nicht laufen, war immer im Bett. Oft war ich im Krankenhaus gewesen. Meine Nieren waren bis zu dreiviertel tot gewesen. No, und dann, mein Sohn hat den Herrn Alexander getroffen. Und da sagte er, wir fahren mal zu ihm. Vielleicht hilft er uns. Und da sind wir tatsächlich gefahren. Aber da war ich im Rollstuhl. No, ich war immer schwach gewesen. Habe viele Krankheiten durchgehalten. Ich habe immer sehr hohen Blutdruck gehabt. Über 200 manchmal. Ich musste einen Rollstuhl haben. Ich habe mich nur im Rollstuhl gut gefühlt, im Bett. Nun musste mir immer der Sohn helfen. Herzinfarkt hatte ich zweimal gehabt. Nur beim Herrn Alexander war ich vier Wochen. Er hat mir alles gemacht, was er nur konnte. Deswegen, langsam habe ich gespürt, dass es mir schon besser geht. Nach ein paar Tagen, tatsächlich konnte ich dachte mir, vielleicht werde ich nicht sterben. Ich dachte immer, dass das mein Schluss ist. Aber dann habe ich gemerkt, ich gehe aufwärts und nicht runter. Aber nach den vier Wochen habe ich überhaupt gespürt, ich konnte laufen, nicht laufen, aber gehen konnte ich schon ohne Rollstuhl. Der Herr Alexander hat mir sogar den Aufzug entzogen, damit ich die Treppe etwas gehe. Nur bin ich auch etwas die Treppe gegangen. Nur das war schon sehr viel für mich. Ich habe mich immer besser gefühlt. Immer besser und besser. Der Bluthochdruck war auch schon wieder nur durch die Behandlung vom Herrn Alexander ist mir auch runtergegangen. No, und überhaupt, ich habe Appetit bekommen, ich habe gegessen, spazieren gegangen, so etwas spazieren gegangen, etwas mit dem Rollstuhl. No, aber nach vier Wochen bin ich nach Hause gefahren, da konnte ich schon laufen. Und gut konnte ich laufen, aber den Rollstuhl habe ich immer bei mir gehabt. Da habe ich immer noch Angst gehabt. Nur aber dann ging es so, allmählich ging es. Nur ich denke, das wird schon so bleiben, wie jetzt ist, denn jetzt geht mir gut. Bevor ich zum Herrn Alexander gefahren bin, da hatte ich im Bauch einen Tumor. Er war 14 Zentimeter. Aber die Behandlung beim Herrn Alexander ist er langsam zurückgegangen. Dann war er 9 Zentimeter groß. So allmählich ist er fort von mir gegangen. Aber
ich bin doch noch zum Arzt gegangen, ins Krankenhaus gegangen, damit er mir den Tumor entfernt. Nur, dann habe ich es bereut, denn vielleicht wäre er mir ganz verschwunden, wenn wir so weitergemacht hätten. No, aber jetzt ist schon nach der Operation. No, dann, ich habe fast nichts mehr sehen können. Ich habe schon so große, dicke Brille gehabt. Immer weniger habe ich gesehen. Da bin ich auch zum Augenarzt gegangen. No, dort war auch nichts los, nur entfernen. Eine künstliche Linse habe ich bekommen. No, aber das war ein Auge. Und dann, in kurzer Zeit, habe ich das zweite Auge, ist auch wieder schwach geworden. Da sagte der Arzt, nur da müssen wir nochmal operieren, das andere. Und wo ich bei dem anderen war, da sagte der Arzt, wir müssen nochmal die erste Operation nochmal machen. Hab schlecht gesehen, sehr schlecht gesehen. Da hatte ich nochmal die Operation, nur dann war es gut, dann war es gut mit Brille. Aber jetzt trage ich keine Brille. Nur jetzt kann ich, ohne Brille bin ich, aber zum Lesen brauche ich eine Lupe, damit ich wenigstens etwas lesen kann. Nur lesen kann ich. Wenn schönes Wetter ist, so wie heute, da kann ich sogar ohne Brille lesen. Aber das Wetter darf sich nicht ändern. Sonst brauche ich die Brille. No, aber jetzt ist wieder gut geworden. No, wie geht's? No, brauchst du ein Hut? Ja. Dann kannst du leben, wenn du willst. Oder brauchst du nicht? Geht nicht. Brauchst du? So eine. Und das ist gut? Alles gut? Alles gut. Dann gehen wir Kaffee trinken. Ja. Und einen Schnaps trinken wir auch. Nein. Oder Schnaps. Wein, guter Wein. Schnaps trinken wir dann. No. Guter Wein und dann essen wir Mittag und dann fahren wir nach Hause. Ja? Ja. To był koszmar. Te choroby mamy i takie różne. Co się z mamą działo, chodzenie po szpitalach i co tylko, tu nerki chore, tu oczy, tu cały czas tylko chodziliśmy po szpitalach, więc szukałem różnych sposobów, gdzieś szukania innego sposobu leczenia oprócz medycyny tej naturalnej. No więc od kolegi dostałem taki telefon, że to tam było, jest coś takiego jako szkoła medycyny ludowej. No i zainteresowaliśmy się tym, pojechaliśmy tam, zabrałem mamę i zaczęła tam zabiegi u pana Chareckiego. I ja sam widziałem, że po paru dniach już zaczęły się zmiany, mama zaczęła schodzić z wózka inwalidzkiego, zaczęła mi po schodach chodzić, no sama najpierw to nie umiała wejść nawet na stół, którym była masowana. A później już to już było widać, jak już sama na ten stół wchodziła. Później zaczęła już po schodach troszeczkę chodzić, po tym coraz więcej i to tak się ciągło. My parę razy tam byli, to tak w sumie cały miesiąc. No, a później, no tak nie zwracałem na to uwagi więcej, ale ludzie przychodzili, nasi znajomi, krewni przychodzili i mówi, co się z mamą stało, mama się zaczyna zmieniać. Ja się też tym bardziej zainteresowałem, tak patrzę, coraz więcej ruchów, coraz więcej wszystkiego. Odłożyła tabletki, odłożyła wszystkie lekarstwa, ciśnienie się wyrównało, chociaż z początku miała bardzo wysokie ciśnienie, znowu niskie, teraz się to wyrównało i widać, że całkowicie się zmienia na, powiedzmy, na lepsze.
to była ciężka decyzja przejść z medycyny tej klasycznej na medycynę ludową. Są różne opinie na temat takich leczeń, ale ja to spróbowałem i uznałem, że to funkcjonuje i że to coraz bardziej, to jest bardzo, ja zaryzykowałem bardzo dużo, odsunąć lekarzy, lekarstwa i przejść na medycynę ludową. To jest niesamowite, co się przeszło i tak dalej, ze strachem niekiedy i tak, bo człowiek jeszcze był niepewny, ale jak zaczęło to wszystko działać, zawsze do dzisiaj jestem 100% pewny, że ta medycyna ludowa jest chyba najlepszym sposobem na życie.